بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn die Stunde eintrifft, die eintreffen wird, gibt es niemanden, der ihr Eintreffen leugnen wird. Sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen. Wenn die Erde heftig hin und her geschüttelt wird und die Berge völlig zermalmt werden, und dann zu verstreutem Staub werden und ihr in drei Arten aufgeteilt werdet. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Die Gefährten von der rechten Seite. Was sind die Gefährten von der rechten Seite? Und die Gefährten von der unheilvollen Seite. Was sind die Gefährten von der unheilvollen Seite? Und die Vorausgeeilten, ja, die Vorausgeeilten. Das sind diejenigen, die Allah nahegestellt sein werden. In den Gärten der Wonne, eine Menge von den Früheren und wenige von den Späteren. Auf mit Gold durchwobenen Liegen, lehnen sie sich darauf einander gegenüber. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher, mit Trinkschalen und Krügen und einem Becher aus einem Quell. Von ihm bekommen sie weder Kopfschmerzen, noch werden sie dadurch benommen. Und mit Früchten von dem, was sie sich auswählen, und Fleisch von Geflügel von dem, was sie begehren. Und darin sind Huris mit schönen, großen Augen, gleich wohlverwahrten Perlen. Dies als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Weder hören sie darin unbedachte Rede, noch Anklage der Sünde, sondern nur den Ausspruch Frieden, Frieden. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
und die Gefährten der rechten Seite. Was sind die Gefährten der rechten Seite? Sie sind unter dornenlosen Zedrbäumen und dicht geschichteten Mimosen und langgestrecktem Schatten, an sich ergießendem Wasser, bei vielen Früchten, die weder unterbrochen noch verwehrt sind, und auf erhöhten Ruhebetten. Wir haben sie derart entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll und gleichaltrig, für die Gefährten der rechten Seite. Eine Menge von den früheren und eine Menge von den späteren. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Und die Gefährten der linken Seite. Was sind die Gefährten der linken Seite? Sie sind in Glutwind und heißem Wasser und in Schatten aus schwarzem Qualm, der weder kühl noch trefflich ist. Sie lebten ja vordem üppig und verharrten in dem gewaltigen Unglauben und pflegten zu sagen, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden? Und auch unsere Vorväter? Sag, die früheren und die späteren werden wahrlich versammelt werden zur festgesetzten Zeit eines wohlbekannten Tages. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Hierauf werdet ihr ja, ihr irregehenden Leugner, wahrlich vom Sakkumbaum essen und euch dann davon die Bäuche füllen und dann darauf heißes Wasser trinken. Trinken werdet ihr dann, wie ewig Durstige trinken. Das ist ihre gastliche Aufnahme am Tag des Gerichts. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Wir doch haben euch erschaffen, wenn ihr es doch für wahr halten würdet. Was meint ihr denn zu dem, was ihr als Samen ausspritzt? Seid ihr es etwa, die ihn erschaffen, oder sind nicht doch wir die Erschaffer? Wir doch haben unter euch den Tod festgelegt, und niemand kann uns zuvorkommen, dass wir nicht euresgleichen gegen euch austauschen und euch in einem Zustand wieder entstehen lassen, den ihr nicht kennt. Und ihr kennt doch die erste Schöpfung, wenn ihr doch bedenken würdet.
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Was meint ihr denn zu dem, was ihr an Saatfeldern bestellt? Seid ihr es etwa, die es wachsen lassen, oder sind nicht doch wir es, die wachsen lassen? Wenn wir wollten, könnten wir es wahrlich zu zermalmtem Zeug machen, und ihr würdet dann dauernd verwundert darüber reden. Wir sind wahrlich mit Schulden belastet. Nein, vielmehr ist uns alles verwehrt worden. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Was meint ihr denn zu dem Wasser, das ihr trinkt? Seid ihr es etwa, die es von den Wolken herabkommen lassen? Oder sind nicht doch wir es, die es herabkommen lassen? Wenn wir wollten, könnten wir es auf der Zunge brennend machen. Wenn ihr doch dankbar sein würdet. Was meint ihr denn zu dem Feuer, das ihr durch Reiben zündet? Seid ihr es etwa, die den dazu nötigen Baum entstehen lassen? Oder sind nicht doch wir es, die entstehen lassen? Wir haben es ja zur Erinnerung an das Höllenfeuer und als Nießbrauch für die Wanderer gemacht. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Nein! Ich schwöre bei den Standorten der Sterne. Und das ist wahrlich, wenn ihr nur wüsstet, ein gewaltiger Schwur. Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran. In einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Er ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden? Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein? Wenn sie die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut, und wir ihm näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen, فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين Könntet ihr dann, wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt, wie ihr behauptet, sie zurückbringen, wenn ihr wahrhaftig seid? فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين Wenn nun zu den Allah nahegestellten gehört,
dann wird es für ihn Ruhe, duftende Pflanzen und einen Garten der Wonne geben. Und wenn er nun zu den Gefährten der rechten Seite gehört, so Friede sei dir von den Gefährten der rechten Seite. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Wenn er aber zu den Leugnern, den Irregehenden gehört, dann wird ihm eine gastliche Aufnahme aus heißem Wasser zuteil werden und das Erleiden des Höllenbrandes. Dies ist wahrlich die reine Gewissheit. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn.